Zack. Ja, ist das kritisch, ist klar. Wer springt denn freiwillig da 4-5 Meter runter? Wir sind 100 pro ein paar getarnte Einheiten. Das klingt alles nicht so toll. Und wenn diese Tentakel-Dinger kommen, dann zweimal nicht. Doch echt gleich lebendig begraben, oder? Oh man. Oh man. Hallo? Bin ich jetzt noch lang hier? Hier geht's weiter. Ich sehe hier schon hell genug, da muss ich jetzt kein Nachtsicht nehmen. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Oh, hier hören wir, glaube ich, die Helena. Tarnfeld aktiviert. Die seismische Aktivität, die Energieentladungen, alles geht von dieser Struktur aus. Sie haben meinen Vater gehört. Er wollte uns warnen. Maximale Panzerung. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sind die Sprengsätze bereit? Wo kommen wir zum Bualio? Zünder aktivieren! Detonator zum Bualio! Alpha Team, bereithalten! Was soll das? Schalten Sie die Generatoren wieder ein! Ich kann die Spannung stabilisieren. Irgendetwas entzieht den Geräten Energie. Halten Sie mich nicht hin! Reparieren Sie es! Ich versuch's. Die ganze Struktur absorbiert Energie. Auf Notstrom umschalten! Yeah. Warten Sie, ich glaube, ich hab es. Es wurde auch Zeit. Im Inneren dann ist er. Gibt es merkwürdige elektrische Aktivität. Ja. Energieschwankungen. Irgendwas geht da drin vor sich. Wow. Das ist wie ein Tor zu einer anderen Welt. Au. Oh no. Verdammt. Hören Sie, bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das... Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Schön, Sie zu sehen. Ach, schön, Sie zu sehen. Sie Penner. Au! Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Ja. Was reden Sie? Vielleicht. Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Die Möglichkeiten sind endlos. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Aber das werde ich nicht zulassen. So, eine Schmalzfissur. Verdammt, wir verlieren Energie! Spannung stabilisieren! Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Der ist doch krank. Alpha Team, bereit machen! Gleich werden Sie Zeugen einer Verschiebung der Rechte! Los, sprengen! Sprengsätze zünden! Auch die letzte, wie es aussieht.
Maximale Stärke. Wow. Maximale Panzerung. Haltet ihn auf! Ja, geben wir mal die Maschinenpistole. Kein Schuss mehr. Yep, ist das, du Spaß. Zwischenspeichern. Ah, fuck. Was ist? Jetzt? Wo ist die denn? Ah, da sind noch Waffen, die muss ich mitnehmen. Wenn schon, denn schon. Aber ich glaube, hier bricht alles ein. Ja, ich komme ja schon. Ja, bin doch da! Kommen Sie! Ich kenne einen Ausgang! Ja, gut. Ich bin doch da. Gleich stürzt hier alles ein! Miss Rosendahl, wir müssen hier raus! Ah. Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben. Kommen Sie! Miss Rosendahl, was ist hier los? Wer sind Sie? UL Special Forces! Mein Vater! Er war an der Ausgrabungsstätte! Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. Wow. Sehr mutiger Pilot, muss man mal zugeben. Aber da stürzt hier alles ein. Es öffnet sich! Wir können nicht weiter runter, Norman! Die Höhle stürzt ein! Kommen Sie bis an die Kante! Sie werden springen müssen! Springen Sie, Lady! Ich fange Sie auf! Okay! Die ist echt mutig. Und was ist mit mir? Was? Sie können ihn nicht einfach hier lassen! Was? Was? Wir haben sein Signal. Nomad, finden Sie einen anderen Ausgang. Dann sammeln wir Sie ein. Ja, natürlich. Nomad wird doch hier echt für den Arsch verkauft, ey. Dem Militär würde ich echt austreten. Yeah, Vögel. Geiseln. Evakuieren. Erfüllt. Oh mein Gott. Na toll. Fuck. Das war's. Das Ende. Oder auch nicht. Core. Kern. Ich glaube, wir flüchten nicht aus dem Ding rein, sondern gehen in das Ding rein. Das wird ja interessant. Das wird interessant. Beliebige Taste zum Fortfahren. Da-dum. Ich höre Sie, Vulture 4. Bin auch hier. Ihr Eingang zur Höhle ist eingestürzt, aber ich empfange immer noch Ihre Anzugdaten und Ihr Videosignal. Sehen Sie noch einen anderen Ausgang? Negativ, Vulture. Nur einen Eingang. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken ein paar Leute, die Sie da rausholen. Das könnte Stunden dauern. Ich versuche, mich durch die Höhle durchzuschlagen. Wie Sie meinen, Nomad. Weil wenn ich Sie wäre, würde ich möglichst viel Munition mitnehmen. Wir haben keine Ahnung, was Sie da drin erwartet. Suchen Sie einen Ausgang, schlagen Sie sich durch sich zum Senkrechtstarter durch. Suchen Sie einen Ausgang aus der Höhle. Der Senkrechtstarter kreist über Ihnen. Finden Sie einen Ausgang, schlagen Sie sich zum Senkrechtstarter durch. Suchen Sie einen Ausgang. Hä, wieso steht das ja alles dreimal und doppelt? Schon unnötig. So.
Na, Schrotwinde will ich eigentlich nicht. Aber von dem hier weiß ich auch nicht, ob das so cool ist. Ich glaube, müssen wir doch mal Schrot nehmen. Legt auf jeden Fall deutlich mehr Muni rum. So. Flexen wir das Schrot. Warum eigentlich nicht? Taschenlampe ist dran. Was haben wir hier noch? Ja gut, dann gucken wir mal, was wir noch finden. Voll. Ein bisschen mehr Muni finden. Mann. Ich ahne ja gar nichts Gutes hier. Pistole nehmen wir auch mit. Hier noch. Jetzt hätte ich gerne mein Gaussgewehr mal wieder. Hebe ich es extra auf und dann im scheinenden Kampf gegen diesen, naja, fast schon Diktator Kiyong, General Kiyong. Maximale Stärke. Ne? Habe ich da nix? Habe ich sie nicht? Ja, gut, dann. Cool, da gibt's Doppelschuss. Auch cool. Hey, wieso kann ich da nicht das Ding konfigurieren? Na egal. Okay, dann gehen wir mal rein. Rein wir nochmal vorher. Maximale Stärke. So. Rein mir. Das sieht irgendwie nicht mehr so freundlich hier aus. Ich hoffe, ihr seht das auch gut. Nachtsicht sieht es nämlich nicht so geil aus. Nomad, wir verlieren Ihr Videosignal. Hören Sie mich? Vulture, die Verbindung reißt ab. Hören Sie mich? Over. Wie sie aussieht. Vulture, hören Sie mich? Hören Sie mich? Ich versuche, mein Videosignal zu verstärken. Ich hoffe, Ihr Jungs empfangt es. Okay. Das sieht hier ziemlich kristallig aus. Und wie ein riesiges Rohr. Oh mein Gott. Oh nee. Die Geräusche kenne ich irgendwoher. Oh nee. Ich beschreibe jetzt, was ich sehe. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel. Kalt. Unglaublich kalt. Puh. Die Mauern sind unnatürlich, genau wie die äußere Hölle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass ihr Jungs das seht. Wow, hart. Mein Gott. Gefällt mir gar nicht. Wenn da nur eins von diesen Dingern ist, und ich glaube, hier sind hunderte. Wenn nicht gar tausende. Oh, da ist so eins. Da ist so eins. Wenn das aufwacht, bin ich dann ist vorbei. Da bewegt sich was. Scheiße, das ist das Ding, das Prophet erwischt hat. Oben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist hier einfach so unterm Berg. Oh Mann. Oh mein Visier beschlägt schon. Oh, was ist jetzt los? Was? Jetzt? Schwerkraft ist weg. Oh, hier geht's rein, glaube ich. Ich speichere mal. Mir gefällt das halt gar nicht, ja. Verdammt, was zum Teufel war das? Alles. Mal hier rein. War da sowas Blaues? Habt ihr es gesehen? Nomad hat es auch gesehen.
Der Abgrund. Es ist, als würde mich irgendeine Strömung zurücktreiben. Ich muss gegen den Strom ankämpfen. Mann, wahrscheinlich eine außerirdische Zivilisation, die sich seit Millionen von Jahren in diesem Berg vorbereitet oder so, auf einen Kampf. Alles nur Vermutung, aber... Boah, da. Ich bin hier nicht allein. Nee, ganz und gar nicht. Oh Mann, ich hab so Schiss. Ist noch was? Gar keine Schwerkraft, eins. Wow. Mann, alles nur wegen diesen verfluchten Nordkoreaner. Mann. Die hätten ruhig weiter schlafen können. Wow, ey. Das hier. Oh. Irgendwas hat mich getroffen. Wow. Mann. Nomad, was machst du für Zeug? Nee, nicht nur allein gegen eine ganze Armee zu kämpfen, jetzt muss ich auch noch hier gegen irgendwelche. Wow. Verdammt, die Strömung wird stärker. Sie muss von diesen Maschinen erzeugt werden. Mal sehen, ob ich den Strom abschalten kann. Ja, bestimmt ganz schön was. Scheint zu funktionieren. Oh Mann. Die Viecher, die sind so wie so Energie aus. Vielleicht sind das Dinge auch einfach nur ihre Rüstung, diese großen Dinger. Das sieht aus wie so eine Nabelschnur des Lebens. okay. Okay. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich geh jetzt mal dem Licht hier nach. Ich hoffe, ihr seht das auch so gut. Ist nicht alles schwarz bei euch. Na, irgendwie dreht sich hier alles im Kreis. Das sieht fast nicht besser aus. Oh Mann. Hier rein. Mann. Fühlt man sich doch als Mensch hier ziemlich, ne? Hier kam ich glaube her. Kann ich hier oben rein? Oh. Oh.